neue Kältetechnik für die Landesbank Baden-Württemberg. Rund 6 Jahre dauerte die Sanierung der Kälteerzeugung am Pariser Platz und am Hauptbahnhof in Stuttgart. Also das ist ein Rückkühlwerk, das für eine Kältemaschine hier verbaut wurde. Nichts anderes, was eigentlich im Auto vorne eingebaut ist. Mit einer Kälteleistung von 26,2 Megawatt gehört die gesamte Anlage zu den größten in Deutschland. Das ist auch so ein Rückkühlwerk, da sind zwei von denen verbaut. Gekühlt werden rund 200.000 Quadratmeter Nutzfläche. Ein großer Teil entfällt dabei auf das Rechenzentrum, wo aus Sicherheitsgründen die Kältesysteme mehrfach vorhanden sein müssen. So könnte der Ausfall der EDV die Geldversorgung beeinträchtigen. Wie viel die neue Anlage kostete, will die LBBW nicht verraten. Nur so viel. Es soll ein zweistelliger Millionenbetrag sein. Das Herz der Kältetechnik befindet sich im Keller. Also alles, was man jetzt wirklich von hier in die Richtung ist neu. Das ist die Verteilung, wo das kalte Wasser von der Kältemaschine, die sie erzeugt, reinkommt, hier unten in den Verteiler rein. Und von da aus geht das dann zu den einzelnen Klimaanlagen und Kühldecken im Gebäude dann verteilt. Die gesamte Kühlleistung der Anlage entspricht etwa 52.000 Kühlschränken. Für den Betrieb werden 9,2 Megawatt Strom benötigt. Zum Vergleich, das reicht etwa für 2.100 Haushalte. Das, was im Kühlschrank unten als Kompressor verbaut wurde, entspricht dieser Maschine in groß mit einer Leistung von 1,2 Megawatt. Für die Versorgung wurden insgesamt 6,4 Kilometer Rohrleitungen verlegt. Das sind die kleinen Rohre, die hier verbaut werden. Die haben einen Durchmesser von 90 cm. Das ist die Verteilung, auch das kalte Wasser, das hier drin strömt, wird dann verteilt im Haus. Zum Schluss zeigt uns Jochen Karrer noch die Schaltzentrale. Von hier aus werden alle technischen Anlagen, die wir hier im Hauptbahnhof und im Pariser Platz verbaut haben, steuert und überwachen kann. Bei den hochsommerlichen Temperaturen der letzten Tage hatte die Anlage ihre erste Bewährungsprobe. Es soll sich niemand beklagt haben, heißt es aus dem Unternehmen.